Den Telekom-Programmmanager für Entertain-Kunden kennen Sie vielleicht bereits von den Smartphones, wie hier dem Apple iPhone, aber auch von Android- und Windows-Phones, womit Sie Ihren Media-Receiver oder Festplattenrekorder zu Hause programmieren können von unterwegs aus. Nun gibt es die App auch fürs iPad, das heißt also für Tablet-PC. Ich habe die App hier schon einmal geöffnet, sehe hier den Telekom-Programmmanager mit den Programmempfehlungen, persönliche Programmempfehlungen, welche Sendungen für mich geeignet sind. Ich kann hier auch durchblättern, sowohl Inhalte aus der Videothek als auch aus dem Fernsehen werden mir empfohlen. Daneben gibt es, wie schon bekannt, das TV-Programm, sowohl das aktuelle TV-Programm als auch die Sendungen der nächsten 14 Tage. Ich kann hier entsprechend durchblättern, kann sagen, zeige mir die Sendung für die nächsten, für heute Abend an. Ich kann hier entsprechend durchblättern und kann meinen Telekom-Festplattenrekorder von unterwegs aus programmieren. Dazu wähle ich einfach den gewünschten Film aus und kann hier oben sagen Aufnahme. Und schon ist die Sendung programmiert. Ich kann jetzt hier nochmal durchblättern, ob ich noch etwas anderes aufnehmen möchte. Zum Beispiel hier noch eine Reportage. Ich markiere diese entsprechend und sage hier Aufnehmen und die Sendung ist dann auch programmiert. Neben dem TV-Programm gibt es auch die Videoload-Funktion. Das heißt, hier kann ich mir Filme aussuchen, die ich über meinen Entertain-Anschluss der Telekom sehen möchte. Ansonsten habe ich hier auch die direkte Verbindung zu meinem Telekom-Media-Receiver. Ich kann also hier meine geplanten Aufnahmen anschauen. Das heißt, einmal der Film, den ich programmiert habe, als auch die Reportage, die ich eben von unterwegs aus programmiert habe. Ich kann hier in meine bisherigen Aufnahmen schauen, das heißt, das Gerät stellt jetzt eine Verbindung zu meinem Media Receiver her und ich kann mir hier anschauen, welche Sendungen ich auf meinem Media Receiver auf der Festplatte bereits gespeichert habe. Bei Bedarf, wenn ich Speicherplatz schaffen möchte, könnte ich die Sendung auch von unterwegs aus löschen, würde dann hier auf Bearbeiten gehen und könnte sagen, eine der Sendungen löschen und dann wäre entsprechend Platz geschaffen. Letzte Funktion ist auch noch die Merkliste, die ist jetzt leer. Das heißt, wenn ich im TV-Programm mich an einen Film erinnern möchte, kann ich zum Beispiel sagen, ich habe hier eine Sendung, die ich gern sehen möchte, erinnere mich daran, hier oben mit dieser Stecknadel. Erinnerung gespeichert. Sie werden eine Stunde vorher per E-Mail als Erinnerung informiert. Das heißt, Sie bekommen dann eine E-Mail, dass die Sendung in einer Stunde beginnen wird. Unter Erinnerung in der Merkliste ist die Sendung jetzt entsprechend vermerkt. Sie sehen also, der Telekom-Programmmanager, die App fürs iPad, aber auch für iPhone, Android und Windows-Smartphones, ist eine schöne Erfindung, um einfach Ihren Fernsehabend individuell zu gestalten.